So, in der Rückenlage legen wir uns einmal hin. Ihr kennt die Übung. Wir schieben einmal das Becken in die Länge. Einmal rechtes Bein länger, einmal linkes Bein länger. Die Knie bleiben dabei gestreckt. Langsam fließen das Ganze. Nummer 5, 4, 3, 2, 1 und wieder lösen. Becken rollen, Becken nach hinten rollen und nach vorne rollen. Ja, wenn wir die Darmbahn stacheln, diese Knochenvorsprünge, die rollen wir einmal nach hinten und dann wieder nach vorne. Beine bleiben wieder gestreckt dabei. Versuchen wir da wirklich uns bewusst auf die Becken, auf das Beckenrollen zu konzentrieren. Mobilisieren der Lendenwirbelsäule. Weitermachen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder lösen. 90 Grad Kniewinkel, 90 Grad Hüftwinkel, mobilisieren die Wirbelsäule in der eigenen Achse in der Rotation. Pendel einmal nach links mit den Knien, einmal nach rechts. Konzentrieren uns darauf, dass der Schultergürtel am Boden bleibt, nicht vom Boden abheben. Diese Verbindung um die eigene Achse der Wirbelsäule und von Wiederholung zu Wiederholung versuchen wir etwas weiter zur Seite zu kommen, aber immer so weit, dass die Schulter am Boden bleibt. Zusätzlich rotieren wir mit dem Kopf jetzt mit der Halswirbelsäule auf die gegenüberliegende Seite. Beine nach links, Kopf nach rechts, Beine nach rechts, Kopf nach links. Schultern bleiben wieder am Boden. Leichte Dehnung. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder lösen. Sehr gut. Schnappen unsere Knie, ziehen die Knie her und pendeln uns jetzt einmal ganz langsam nach vor und nach hinten. Zunächst einmal wirklich symmetrisch gerade auf der Wirbelsäule. Wir bleiben da schön kompakt und dann bewusst einmal ein bisschen nach links verlagern. Und ein bisschen nach rechts verlagern. Ganz leicht, dass wir das Gleichgewicht nicht verlieren. Jawohl, und wieder Mitte. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wieder lösen. Wir kombinieren. Links, rechts brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Platz. Rechte Zehenspitze Richtung linke Fingerspitze. Linke Zehenspitze Richtung rechte Fingerspitze. Okay. Jetzt kann wieder die Schulter leicht abheben. Wir schauen, dass wir da schön raufkommen. Wie gesagt, rechte Zehenspitze, linke Fingerspitze, linke Zehenspitze, rechte Fingerspitze. Im Wechsel. Becken natürlich hebt auch ab vom Boden, rotiert auf die Seite. Wir bringen dann Zug über die Oberschenkel, Außenseite, Gesäßmuskulatur, die Hüftrotatoren in die Wirbelsäule. Die Endposition dann vielleicht 1 bis 2 Sekunden kurz einmal halten, diese Spannung kurz verspüren
und die gegenüberliegende Schulter drückt Richtung Boden runter. Natürlich, wer es schafft, am Boden zu halten, ist natürlich gut, aber die meisten werden mit der Schulter abheben und deshalb bewusst gegenüberliegende Schulter Richtung Boden runterziehen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder lösen. Sehr gut. Vierfüßlerstand. Machen wir die Hüfte, das Becken mobilisieren. Zunächst einmal nur in der Beugung, in der Streckung. Ziehen das Knie nach vor, strecken nach hinten. Knie nach vor, nach hinten strecken. Wir haben hier keinen Widerstand. Wir bewegen nur das Knie nach vorne und strecken es wieder nach hinten. Bleiben immer auf derselben Seite. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel andere Seite, Knie nach vor und nach hinten strecken. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder lösen. Hüftrotation, selbe Ausgangsposition, bring das Knie nach hinten gestreckt und dreh es über die Seite nach vorne. Innenrotation in der Hüfte. Das Knie beschreibt einen großen Kreis über die Seite wieder nach vorne. Dann beginnt die Übung wieder von vorne, dass wir das Bein nach hinten wieder ausstrecken. 3, 2, 1, los geht's. Nach hinten strecken, über die Seite. Wieder nach vorne. Jawohl, wir kreisen. Das Knie beschreibt einen großen Kreis. Versuchen wir, dass wir unseren Rumpf, unseren Oberkörper möglichst zentrieren und ruhig halten. Die Bewegung kommt primär aus dem Hüftgelenk. Da spüren wir den ganzen Bandapparat natürlich in der Hüfte. Und das ist gut so. Große Kreise. Innenrotation. Ja, sehr gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel andere Seite. Nach hinten strecken, über die Seite nach vorne. Wieder große Kreise. Knie beschreibt einen großen Kreis. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr gut. Einmal gut aufgewärmt. Schluck trinken. Und dann gehen wir über in die Kräftigung. Wie immer zeige ich zunächst einmal die Übung vor. Und gebe dann das Startsignal. Dann legen wir los. 20 Wiederholungen jede Übung. Zwei Sätze, Satz 1, Satz 2, bleibt vor der Ausführung immer gleich. Erste Übung, obere Bauchmuskulatur. Wir stabilisieren unten 90 Grad Kniewinkel, 90 Grad Hüftwinkel, versuchen die Lendenwirbelsäule fest am Boden zu halten, sprich Bauchnabel einziehen, Richtung Matte runterziehen, kommen hier hoch und gehen wieder tief. Hoch und wieder tief. Ja, und da bleiben wir ganz ruhig. Beziehungsweise fest am Boden. Es darf nicht möglich sein, hier mit der Hand in die Lendenwirbelsäule irgendwie reinzukommen. Ja, ihr merkt es, wenn ihr die Spannung noch lasst, könnt ihr dann hier in der Lendenwirbelsäule schafft sie Platz. Das wollen wir nicht. Fest den Bauchnabel gegen den Boden drücken. 20 Wiederholungen, saubere Übungsausführung, Ausgangsposition. 3, 2, 1 und los geht's. 1. 2, 3, Lendenwirbelsäule bei dem Boden, 4,
5, 6 und langsam zurück, nicht ablegen, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bleib mal stabil, 17, nicht nachlassen, 18, 2 noch, 19, der letzte, 20, kurze Pause, sehr gut. Ganz wichtig, Qualität, hundertprozentig korrekte Ausführung über die ganze Übungsdauer. Schauen wir uns mal gute Spannung halten. Zweiter Satz. Ausgangsposition, 90 Grad Kniewinkel, 90 Grad Hüftwinkel. Arme entweder hinter dem Kopf oder auf der Brust verschränken. 3, 2, 1 und ab geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Spannung bleibt, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 noch, 19, der letzte, 20. Super, bravo. Wechseln gleich in Bauchlage. Auch hier zunächst einmal beim ersten Block. Symmetrisch gerades System, das wir ansprechen. Zehenspitzen in den Boden, Knie heben vom Boden ab, Hände hinter den Kopf. Wir heben den Oberkörper vom Boden ab und senken ihn wieder ab. Versuchen, eine moderate, fließende Bewegung auszuführen. Dann nicht ruckartig dann werden, wenn es anstrengend wird, sondern durchhalten in dieser Frequenz. Spannung bleibt hinten auch in den Beinen. Ausgangsposition 3, 2, 1 und ab geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, der letzte, 20. Gut. Kurze Pause. Zweiter Satz bleibt. Ausgangsposition, hinten hält man wieder Spannung, Knie heben vom Boden ab, Zehenspitzen in den Boden, Blick ist Richtung Matte, 3, 2, 1 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Spannung halten, 10, 11, 12, komm mal hoch, 13, nicht reißen dabei, 14, 15, 16, 17, 18, 19, der letzte, 20, großartig. Seitlicher Rumpf, auch hier starten mit einer Basisübung im ersten Block. Wir heben und senken Bein und Becken
Gleichzeitig zeige die Übung zunächst wieder mal vor. Knie, Hüfte, Schulter auf einer Linie. Senke die Hüfte ab, senke das Bein ab. Bring das Becken hoch, bring das Bein hoch. Ja, dynamisch. Becken- und Beinabduktion. 20 Stück. Da natürlich keine Überraschung. Zwei Sätze links, zwei Sätze rechts. Beziehungsweise rechts, links, rechts, links. Schauen wir genauso, dass die Übung ist mittlerweile für euch schon gut schaffbar, dass wir gute Qualität in die Übung reinbringen. Körperspannung halten. 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr gut. Wechseln, andere Seite. Ausgangsposition. Auch mal wieder Knie, Hüfte, Becken und Schulter in einer Linie. Ellbogen unter der Schulter. 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, nehmen wir aktiv das Bein mit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Jawohl. Zweiter Satz, erste Seite. Und dann ist der erste Block auch schon Geschichte. Ausgangsposition. Gut, Spannung aufbauen. 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und der letzte 20. Jawohl, rein wie geschmiert. Zweite Seite, zweiter Satz. Grande Finale für Block Nummer 1. Ausgangsposition. Nochmal 20 Feine. 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 und der letzte 20. Gut, Block Nummer 1 erledigt. Kurz was trinken, dann starten wir gleich mit Block Nummer 2. Erste Drittel haben wir. Erste Übung, Unterbauch. Sag die Übung zunächst wieder mal her. Bitte darauf achten, auf was ihr achten sollt.
nicht zu viel mit den Armen drücken. Wer es mehr im Trizeps als im Bauch spürt, macht was verkehrt. Es soll eine Bauchübung sein. Das heißt, wir wollen das Becken schön nach oben bringen, so gut wie möglich. Die Knie durchstrecken, Becken anheben und wieder tief. Becken anheben und wieder tief. Okay? Wer schafft, das Ganze natürlich auch ohne Hilfe der Arme, aufpassen, aber dass das nicht eine Schwunggymnastik wird, dass wir die Beine nicht so viel nach vorne nach hinten bringen, sondern der Impuls soll primär nach oben gehen. Ausgangsposition 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und der letzte, 20. Sehr gut. Kurze Pause. 2. Satz bleibt gleich von der Ausführung her. Ausgangsposition 3, 2, 1. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nicht zu viel mit den Händen drücken, 12, 13, Bauch muss brennen, 14, durchbeißen, 15, 16, Spannung nochmal in die Oberschenkel, 17, 18, 19 und der letzte, 20. Sehr gut. Bravo. Zum unteren Bauch machen wir den oberen Rücken dazu. Als Gegenspieler, wir legen uns wieder in Bauchlage her. Ich zeige die Übung einmal her. Wir wollen eine statische Spannung im unteren Rücken und eine dynamische Arbeitsspannung im oberen Rücken. Wir heben die Arme ganz leicht einmal vom Boden ab, 5 cm maximal, bringen über unsere Zehenspitzen, über die gesamte Beinlänge ordentlich Spannung ins System, Pobacken zusammen, Oberkörper richten wir leicht vom Boden weg auf, Blick ist zur Matte, maximale Streckung nach vorne und wieder nach hinten, nach vorne und wieder nach hinten. Diese 5 cm über dem Boden bleiben gleich und konstant. Nicht mit der Stirn am Boden aufschlagen oder ruhen, sondern wir heben Kopf, Brustwirbelsäule vom Boden ab. Ausgangsposition 3, 2, 1 und los geht's. Spannung ins ganze System. 1. 2, maximale Streckung nach vorne, 3, 4, 5, macht euch richtig lang, 6, 7, 8, länger, komm, 9, 10, 11, Spannung bleibt im ganzen Körper, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und der letzte
20, jawohl. Kurze Pause wieder. Durchschnaufen. Zweiter Satz bleibt von der Ausführung her wieder gleich. Darauf konzentrieren, auf die Qualität. Bis zur 20. Wiederholung wollen wir wirklich eine gute Grundspannung halten im Körper. Tiefenmuskulatur. Ihr müsst euch auch geistig da reinversetzen, das ganze System aktivieren. Ausgangsposition. Zehenspitzen in den Boden, Knie hin vom Boden ab. Unterarme 5 cm über dem Boden. Brustwirbelsäule richten wir auf. 3, 2, 1. Und ab geht die Post. 1, 2. Spannung bleibt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, macht sich lang, 14, Qualität, 15, 16, 17, 18, 2 noch, 19 und 20. Gut. Yes, yes, yes. Wir kommen wieder in den beliebten Seitstütz. Zum Unterschied zum ersten Block halten wir jetzt die Rumpfmuskulatur statisch und heben und senken nur das Bein. Konzentrieren uns darauf, dass das Bein hundertprozentig gestreckt bleibt. Die Zehenspitze orientiert sich Richtung Boden, sprich im gesamten Bein, in der Hüfte eine Innenrotation. Zeigt die Übung kurz her. Wieder die statische Ausgangsposition, wie wir es gehabt haben. Und hier gehen wir hoch, tief und achten dabei, dass die Zehenspitze immer Richtung Boden runterschaut. Im gesamten Bein hilft Innenrotation. Wir wollen da Gluteus Maximus Medius, unsere Gesäßmuskulatur damit ansprechen. Stört sich ein Feuerlöscher irgendwo in der Nähe auf, könnte brennen. Ausgangsposition, rechts, links, rechts, links, jeweils 20 Wiederholungen. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, Oberkörper ganz ruhig. 3, 4, 5, Kontrolle Zehenspitze. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr gut. Wechsel, zweite Seite. Ausgangsposition. Zehenspitze wieder runter, Bein ist gestreckt, 3, 2, 1, los geht's, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nicht ablegendes Bein, 12, 13, Zehenspitze, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr gut. Zweiter Satz, erste Seite. Konzentration auf die Körperspannung. Ausgangsposition, Spannung aufbauen, Zehenspitze Richtung Boden, 3, 2, 1, los geht's. 2, 3, 4,
5. Großer Bewegungsumfang. Come on. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Und 20. Sehr gut. 2. Seite. Letzte Übung vom zweiten Übungsblock. Ausgangsposition 3, 2, 1. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Yes! Zweiter Block geschafft. Wieder kurze Trinkpause. Dann kommen wir zum Grande Finale. Jetzt haben wir das Ganze in Rotation. Seitliches System. Beginnend bei der Bauchmuskulatur. Haben wir jetzt erst die obere Bauchmuskel gemacht, dann die unteren. Jetzt kommt die Rotation. Nach links, nach rechts. Im Wechsel. Zack, die Übung kurz vor. Arbeiten ein bisschen mit mehr Frequenz. Deshalb natürlich auch höhere Wiederholungszahlen. Da gehen wir uns mit 20 nicht zufrieden. Und zwar bringen wir die Beine hoch im Wechsel. Einmal ist das linke Knie hinten, einmal das rechte. Und das zweite Bein geht in eine schöne Streckung nach vorne. Maximaler Bewegungsumfang. Gestrecktes Bein, gebeugtes Bein. Und gegengleich Ellbogen geht zum diagonalen Knie. Linker rechter Ellbogen, linkes Knie. Linker Ellbogen, rechtes Knie. Ja? Und da achten wir aber wirklich auf eine saubere Übungsausführung. Nicht wie Schlangen bewegen, ganz lasch herumwackeln, sondern wir schauen, dass wir da eine gute Körperspannung aufbauen. 30 Wiederholungen, sprich 15 links, 15 rechts, mal 2 natürlich. Ausgangsposition, Bauchspannung halten. Wir legen den Schultergürtel nie ab. 3, 2, 1 und ab geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schöne Rotation. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Halbzeit. 16, 17, 18, 19, 20, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Gut. Päuschen. Jetzt durchschnaufen. Zweiter Satz. Übung bleibt. 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Halbzeit, 16, 17, 18, 19, 20, come on, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Sehr gut, super. Letzte Bauchübung überlebt. Gut, kommen wir wieder in Bauchlage.
Selbiges gilt für den Rücken. Auch da wollen wir jetzt in der Rotation arbeiten. Wir heben einmal die linke Schulter hoch, einmal die rechte Schulter. Wir rotieren um die eigene Achse. Der Blick ist dabei immer Richtung Boden. Hinten haben wir unser bekanntes aktiviertes System. Zehenspitzen im Boden, Knie hebt vom Boden ab, zeigt die Übung kurz vor. Zieh einmal den linken Ellbogen hoch, komm wieder symmetrisch tief. Rechter Ellbogen hoch, symmetrisch tief. Links, rechts im Wechsel. Immer bevor der Wechsel kommt, versuchen wir zu zentrieren in der Mitte, nicht ablegen, aber asymmetrische Spannung und dann sprechen wir die Muskulatur wieder asymmetrisch in der Rotation an. Auch hier 30 Wiederholungen, 15 links, links, 15 rechts. Ausgangsposition, System aktivieren, 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ellbogen schon hochziehen, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Halbzeit, 16, 17, 18, 19, 20, noch 10, 9, 8, 7, Spannung, komm mal, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Gut, kurze Pause. Zweiter Satz. Ausgangsposition, System aktivieren, 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 noch, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und der letzte 30. Super. Letzte Übung. Beziehungsweise die letzten vier. Rechts, links, rechts, links. Wir bleiben bei unserem Konzept. Seitstütz mit Rotation dazu. Sag die Übung kurz einmal her. Und zwar wieder unseren bekannten Seitstütz. Mit der zweiten Hand gehe ich da durch. Bring die Schultern parallel zum Boden, wie man es bei einem Liegestütz hat. Ja, Schultern symmetrisch zum Boden und komm wieder hoch. Ja, Schultern symmetrisch zum Boden und komm wieder hoch. Das Becken kann ruhig da mitkippen. Okay? Hier runter auch mit dem Becken. Möglichst weit durchgreifen mit der Hand und dann wieder hochkommen. Das gestreckte Bein bewegt sich nur in der Rotation, immer in derselben Ebene, horizontal zum Boden. 20 Wiederholungen, rechts, links, rechts, links. Und dann haben wir wieder einen fitten Start ins Wochenende vollbracht. Auf geht's, Ausgangsposition. 3, 2, 1, los geht's. Saubere Übungsausführung. 1, durch. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, Körperspannung halten, 9, Bein horizontal zum Boden, 10, nicht absenken, 11, 12, sehr gut, durchhalten, 13, 14, ihr macht es super, 15, 16, 17, 18, 19, der letzte, 20, gut, da waren es nur noch 3, 3 Sätze noch. Durchhalten jetzt. Spitze, Spitze, Spitze. Ausgangsposition. Beinchen wieder horizontal zum Boden. 3, 2, 1 und ab geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 noch. 18, 2 noch, 19 und der letzte, 20, jawohl. Na schau her zu mir. So, da ist noch Motivation. Schaust auf das Bild, auf der Seite, ob es da winkt. Schau mal auf die Seite, ob du das siehst. Hat das gesehen? So. Jede Seite noch einmal, dann haben wir es geschafft. Ausgangsposition. Erste Seite, zweiter Satz. Achtung drauf, beißen wir nochmal durch, Bein bleibt hoch. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die letzten 10, Bein hoch, komm, ab und jetzt Saris, 11, das hört man schon aus, 12, 13, ein bisschen darf schon jucken, 14, 15, großartig seid ihr, 16, 17, 18, 2 noch, 19, der letzte, 20, yes, einmal noch, einmal geht's noch halbwegs leicht, zweite Seite, zweiter Satz, Grande Finale, dann sind wir fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ausgangsposition. Beinchen hoch. Jetzt hast du überwinden. 3, 2, 1. Los geht's. Nur noch 20. 19. 18. 17. 16. 15 nur mehr. 14, 13, 12, 11, 10 und jetzt maximale Qualität, komm, 9, 8, 7, hoch das Bein, 6, 5, 4,
3, 2 und der letzte. Cheese. Großartig. Durchgehalten. Spitze, 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 Spitze. Ich bedanke mich, ich verneige mich, wünsche ein schönes Wochenende. Macht es gut.